Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Wie bekomme ich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein? Und ich möchte damit starten, darüber zu sprechen, was ist eigentlich Selbstvertrauen und was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Weil ich habe das früher immer damit assoziiert, dass man eine bestimmte Haltung hat, eine bestimmte Ausstrahlung ist, dass man einfach ein selbstbewusstes Auftreten hat. Aber das umfasst das Ganze nicht mal in Ansätzen. Klären wir erstmal den Begriff Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Und Selbstbewusstsein ist sich seiner selbst bewusst sein. Und damit dann auch wieder überzeugt sein von seinen Fähigkeiten und auch von seinem Wert. Und das spiegelt sich dann in einem selbstsicheren Auftreten. Also es geht nicht darum, vielleicht eine bessere Haltung zu üben und seinen Körper anzunehmen, nicht nur, sondern das umfasst noch so, so vieles mehr. Und da sind einfach die ersten Schritte erstmal herauszufinden, wer bin ich in meiner Essenz? Also sich selbst bewusst werden und sich die Fragen stellen, was kann ich und was kann ich nicht? Also was sind meine Stärken, aber auch ganz bewusst zu schauen, was sind meine Schwächen? Weil ich kann nur selbstbewusst auftreten, wenn ich auch meine Schwächen kenne, wenn ich auch weiß, was ich nicht so gut kann, was völlig in Ordnung ist. Und dann weiterführen die Frage, wer möchte ich sein? Wo möchte ich hingelangen? Und da gibt es verschiedene Übungen, um das zu ergründen, dieses Wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie kann ich mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein einfach stärken? Das macht man ganz oft in der Meditation oder in der Visualisierung oder in 1:1-Coaching-Übungen. Was ich auch sehr, sehr gerne nutze, um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu stärken, ist die Visualisierung. Also sich vorzustellen, mein Zukunfts-Ich, was Selbstvertrauen hat, was selbstbewusst ist, wie agiert das, wie sieht das aus, wie fühlt es sich, um diese Gefühle schon mal in sich zu speichern und dementsprechend auch das Richtige auszustrahlen. Meditation ist auch ein wunderschöner Weg, um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen und EFT, also die Klopftechnik EFT zu nutzen. Kurz zu meiner Geschichte. Also ich war ein sehr introvertierter Mensch. Ich hätte mich nie als selbstbewusst beschrieben und es war anfangs gar nicht mein Ziel, selbstbewusster zu werden. Es kam dann einfach mit der Zeit automatisch. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe sozusagen die Tür aufgemacht zu meinen Wünschen, zu meinen Bedürfnissen, zu meinem Inneren, habe mich dadurch kennengelernt, habe mich dann später auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung mit meinen Stärken, aber auch meinen Schwächen beschäftigt. Ich weiß ganz genau, was ich nicht kann und was meine Schwächen sind. Und das hat dazu geführt, dass ich viel mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein habe. Ich möchte euch jetzt noch ein paar kurze Punkte an die Hand geben, was man tun kann, um selbstbewusster zu werden und mehr Selbstvertrauen in sich selbst zu haben. Ist das eine, sich selbst kennenlernen. Das habe ich schon gesagt. Man muss wissen, wer man ist, um das einfach leben zu können. Das andere ist, die Komfortzone verlassen. Also wenn ich mich verbessern will, verändern will, meine wahre Essenz leben will, dann darf ich nicht mehr das tun, was ich jeden Tag tue, weil dann verändert sich nichts. Dann bekomme ich auch keine neuen Ergebnisse. Und deswegen muss ich meine Komfortzone verlassen. Und das sind kleine Tippeschritte. Das sind gar nicht mal die großen Dinge, vor denen man vielleicht jetzt erstmal so viel Angst hat. Ein dritter Punkt ist, sich gut um sich zu kümmern, also gut für sich zu sorgen. Auch das hilft, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen. Das nächste ist, den Umgang zu lernen mit seinem inneren Kritiker. Der wird immer da sein und den wollen wir auch nicht weghaben, weil der hat eigentlich eine ganz gute Funktion. Und einfach den Umgang mit diesem inneren Kritiker zu lernen, ist auf diesem Weg ganz, ganz wichtig. Und lernen, Nein zu sagen und die eigenen Grenzen damit auch abzustecken. Und ich habe in den letzten Wochen einen neuen 4-wöchigen Online-Kurs genau zu diesem Thema kreiert. Der nennt sich Mit mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein Mama und Frau sein. Und da geht es genau um diese Punkte, um diesen Weg, um diese kleinen Schritte, die wir da gemeinsam gehen. Weil ich habe in meiner Arbeit gelernt, man ist viel schneller, viel effektiver, wenn man zusammenarbeitet, wenn man sich von einem Coach leiten, führen lässt, inspirieren lässt. Motivation ist auch ein ganz großes Thema. Auch dieses Auffangen, weil das sind manchmal Erkenntnisse, die nicht einfach sind, gerade wenn es auch um die Schwächen geht oder dieses, wer bin ich in meiner wahren Essenz. Da muss man auch manchmal die Wege finden,
wie man dahin kommt, das zu entdecken. Und genau dafür gibt es mein 4-Wochen-Programm. Das ist ein Online-Kurs. Ihr habt 4 Module, bekommt jede Woche ein neues Modul zugeschickt und mit jedem Modul kommen Übungen, kommt Input, kommen Meditationen, Affirmationen und auch immer ein Workbook, mit dem ihr arbeiten könnt, und habt in diesen 4 Wochen immer die Möglichkeit, mit mir selbst eure Ergebnisse zu besprechen. Habt auch die Möglichkeit, das Gruppenmodul zusätzlich zu wählen, um euch auch in der Gruppe auszutauschen, was immer sehr, sehr wertvoll ist. Und dieser Online-Kurs startet am 1. Mai, kostet 87 Euro. Und in diesen 4 Wochen habt ihr halt die Möglichkeit zu ergründen, wer ihr seid. Könnt euer Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufbauen. Die Inhalte bleiben euch dabei natürlich die ganze Zeit erhalten. Die habt ihr dauerhaft für euch verfügbar. Ihr ladet euch die runter und seid damit auch sehr individuell. Habt eine freie Zeiteinteilung. Wenn ihr länger als 4 Wochen braucht, ist es völlig in Ordnung, ist völlig fein. Er ist einfach nur so angelegt. Das heißt, ich weiß, bei der aktuellen Zeit ist es manchmal schwierig, sich Zeit für sich zu nehmen, aber es ist wichtig, haben wir gerade schon gelernt. Und dabei hilft euch auch dieser Online-Kurs, dran zu bleiben und sich mit euch selbst zu beschäftigen, euch weiterzuentwickeln, auch jetzt in dieser Zeit. Wenn ihr weitere Fragen zu meinem Online-Kurs mit mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein Mama und Frau sein habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne, meldet euch sehr, sehr gerne an. Am 1. Mai geht's los. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also überlegt nicht zu lange. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.